Hallo und herzlich willkommen zur Indie-Tüte. Das Format, in dem wir Indie-Spiele für 15 Minuten antesten und dann schauen, ja, gefällt es uns, kommt es in die Tüte oder nicht. Heute mit Secret Files Tunguska. Das hat uns der Lukas uns zugeschickt. Ja. Und voll die Tomb Raider-Vibes sind hier unterwegs. Wir haben uns den Trailer angeschaut und es sieht so wie das alte Tomb Raider, so und die Explosionen und wir sind voll cool und wir freuen uns voll. Deswegen werden wir das gleich mal gemeinsam testen. Das Spiel kann jetzt erst starten, weil es auch dann sofort startet. Es startet sofort. Das bedeutet, wir machen das jetzt an und dann geht's los. Ach, den Timer setzen wir noch. Oh, na, erst wenn. Also ich meine, es kommt wir ein bisschen den Vorspann, man jetzt. Wir machen das, erst ab dem Menü. Aber wir schauen uns jetzt gemeinsam mal den Vorspann an. Schon allein die Maus. Ja. In den frühen Morgenstunden des 30. Juni 1908 ereigneten sich die mysteriösen Katastrophen des letzten Jahrhunderts. Eine gewaltige Explosion zerriss die Stille der sibirischen Taiga und setzte die verheerende Kraft von 2000 Hiroshima-Bomben frei. Und die Druckwelle war krass. Ja. Erdbebenwellen brachten die transsibirische Eisenbahn zum Entgleisen und selbst in weit entfernte Städten waren die Auswirkungen zu spüren. Jeder Nachbar irgendwas. War Europa irgendwas. Die Folgen waren entsetzlich. Sie brachten Tod und Zerstörung und die Ursache aber sind der Wissenschaft ein Rätsel. Niemand weiß, was damals in der Tunguska-Region passiert ist. Bis heute. So. Perfekt. Das war der dramatische Beginn. Ja. Und hier ist das epische Menü. Es ist so cool. Das es Beste erinnert sind, so. Finde ich, die Optionen. Ah ja, da können wir ja mal reingucken. Ja. Man hat hier nämlich viele Optionen. Videoqualität, Schatten, Untertitel, Sound, Musik und Spielhilfe. Die haben wir mal an. Ja, wir wissen aber auch nicht, so, was. Wir haben es mal einfach so gelassen. Ja, ich meine, wir testen es für 15 Minuten und wenn wir dann dastehen und keine Ahnung haben, was wir tun, wäre ja auch blöd. Also, wir sehen hier schon, krass wird's werden. Ja, es wird dramatisch. Die Musik! Die Musik ist dramatisch. Oh mein Gott! Ich glaube, das wird so richtig trashy, aber so richtig Gold. Das ist so meine Erwartung. Also echt, ich hoffe, die haut's nicht raus, einfach hier in der Aufnahme, aber wird schon. Oh, soll man das runterregeln? Und wir können hier auch die Musik runterregeln. Wir drehen sie mal noch ein bisschen runter. Danke. Danke! Für so viel. So. Okay. Wundervoll. Jetzt drücken wir auf unseren 15-Minuten-Timer, weil wir werden jetzt gemeinsam herausfinden, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ja. Ich schaue erst, wenn es fertig getan hat. Ich drücke jetzt. Okay. Geheimakte Tunguska. Ich bin jetzt schon ein Fan. Zumachen.
Jetzt steht er hinter dir. Ah! Oh, eine Kutte! Oh no. Oh nein! Oh no! Was mach? Was? Hä? Was? Was? Ich dachte ganz kurz, okay, er wird erschossen. Ja, aber es wird noch eine höhere Geheimakte hier. Okay, wir werden es herausfinden. Kundemuseum. Mit Motorrad. Mit Motorrad, natürlich. Ja. Ich frage mich, wie unsere Lara Croft hier heißt. Hm. Ach, das ist... Bist du da? Was? Papa? Was ist denn hier los? Papa? Die angelehnte Eingangstür, dieses Chaos hier und von meinem Vater keine Spur. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ich sollte mich besser mal auf die Suche nach ihm machen. Crazy. Oh okay. Mein Gott. Das war ja schon mal sehr dramatisch. Ich bin ein großer Fan. Nina sind Nina. Wir. Hey, ich bin ganz irritiert. Das hat eine komplett deutsche Sprachausgabe. Das ja, war mir irgendwie auch die ganzen Namen waren ja, ja, waren deutsch, mega ne? Deutsch. Ja, ist jetzt, ist ja mega cool. Krass. Krass okay. Cool. So. Aktenschränke. Ja, wo wir fangen können wir an? Ja, oder glaub, fangen wir gleich beim Schreibtisch mein an? Mein Vater war ja noch nie ein Vorbild, was Ordnung angeht. Aber so schlimm sieht es ja nicht einmal bei mir zu Hause aus. Hm. Mein Vater war ja noch nie ein Vorbild, okay, was Ordnung angeht. Münzen. Da fehlt eine. Hier scheint eine Münze zu fehlen. Mitnehmen will ich die nicht und ansonsten habe ich keinen blassen Schimmer, was ich damit machen soll. Okay, also es mitnehmen ist ein... will ich die Zettel nicht und ansonsten habe ich keinen blassen Schimmer, was ich damit machen soll. Auf dem Zettel steht: Und der Fürst sprach zu der Prinzessin. Ob in der senkrechten, der waagrechten oder den beiden Hauptdiagonalen. Achte darauf, dass niemals die gleichen in Reihe und Glied stehen. Hm. Soll das irgendwas mit den Münzen zu tun haben? Aber dann ist das ja komplett falsch. Also, naja, nicht komplett, weil die Diagonalen sind mit unterschiedlichen Münzen. Ja. Müssen wir die anordnen? Kannst du die bewegen? Nein. Mitnehmen will ich die okay, nicht. Wahrscheinlich im Moment noch nicht, weil uns eine fehlt. Okay. Aber es ist trotzdem ein Rätsel. Schlüsselbund haben wir. Okay, tu den Schlüssel da mal rein. Okay, okay. Und was wir ist haben mit da unten einen Computer. Okay. Okay, kein Stress. kein Stress. Weiterspielen. Und dann hast du noch, was ist mit der... Ein Tagebuch. Chaos. Berlin. Museum. Nina wollte sich heute mit ihrem Vater in dessen Büro treffen, doch alles, was sie vorfindet, ist ein heilloses Chaos. Was ist hier passiert? Meine Güte, Tomb Raider. Plus, ja... Und. Oh, oh, oh. Haben wir das. Der Heizkörper ist lauwarm. Eine Auszeichnung der Russischen Akademie der Wissenschaften. Ich glaube, die gab es für eine der Expeditionen, die mein Vater in den 50er und 60er Jahren unternommen hat. Ein Bild von der Hochzeit meiner Eltern. Ich glaube, Papa hat ihren Tod bis heute nicht verkraftet. Okay. Wir wissen schon mehr. Hier ich hoffe, dass der Vater noch lebt. Mhm. Sieht aber gefährlich aus. Wir gehen mal hier vor. Die Schale ist innen schon etwas porös. Mhm. Doppelklick! Wie bei Lamplight City. Der linke war das, der linke. Ach ich so, habe nur gerade gesehen, Link. Es gab zwei. Aber okay. Ja, wie bei Lamplight City, Leute, ich werde alles klicken, bis meine Maus hier den Gar ausmacht. Konntest du, nee, okay, das interessiert was mich. Was ist mit den Münzen? Schreib die Karte. Die Karte zeigt einen Ausschnitt von Sibirien. Keine Ahnung, warum mein Vater die hier aufgehängt hat. Das können wir uns eigentlich schon denken von der Vorgeschichte. Tunguska und so. Mhm. Alles. Vater war ja noch ja, nee. Okay, nee, ich würde immer... Die Akten. Hier, die Akten sind teilweise rausgerissen und über den Boden verteilt. Mein Vater war das bestimmt nicht. Da muss jemand etwas dringend gesucht haben, der es sehr eilig hatte. Sie, irgendwie stören diese... Sind das nicht... Nee, es sind keine Glasscheiben. Ich dachte das ja auch, dass es so aussieht. Es sind wahrscheinlich nur Schnipsel und ja. Dreck. Aber es hätte halt auch wirklich... Ja. Okay... Das ist schon alles. Was ist passiert, wenn du auf das Lupensymbol drückst, eigentlich? Szene untersuchen. Oh! Oh mein Gott, das macht viel aus! Oh mein Gott! Hilfe.
Okay. Ja. Ach, das ist die Hilfe, was wir alles untersuchen können. Ach so. Aber Wahrscheinlich. da war die Was auch immer Schnipswand. hier passiert Ja. sein mag, ich rufe besser mal die Polizei an. Polizeileitzentrale Berlin. Hallo, Nina Kalenko hier. Sie müssen schnell jemanden vorbeischicken. Mein Vater ist spurlos verschwunden. Seit wann? Keine Ahnung. Ich wollte mich auf seiner Arbeitsstelle mit ihm treffen, aber er war nicht da. Stattdessen ist hier alles durchwühlt. Ist Ihr Vater geistig gestört oder suizidgefährdet? Was? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid, dann können wir nichts machen. Erwachsene Personen können nur bei Lebensgefahr oder in Ausnahmesituationen als vermisst gemeldet werden. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Beruhigen Sie sich erstmal wieder. Ihr Vater wird bestimmt irgendwas Wichtiges zu erledigen haben und sich bald melden. Machen Sie sich keine Sorgen. Was Wichtiges zu erledigen? Hallo, haben Sie mir zugehört? Hier sieht es aus wie nach einem Erdbeben. Meinen Sie, er hat das Chaos selbst angerichtet und sucht nun nach der Putzfrau? Wie gesagt, ich kann da leider gar nichts für Sie tun. Tut mir leid. Prima, herzlichen Dank. Sie waren mir eine große Hilfe. Toll, muss ich denen erst zwei Finger schicken, damit die mal aus dem Quark kommen. Damit die mal Aus aus dem dem Quark Quark kommen. kommen. Aber ich wollte gerade Cool. sagen, die Stimme vom Telefon kannte ich. Das ist voll cool. Das ist irgendeine Stimme aus dem deutschen Anime-Bereich gewesen. Ich bin mir bei ihr auch nicht sicher, aber die Stimme vom Telefon kenne ich irgendwoher. Kennt ihr diese Stimme? Schreibt in die Kommentare bitte. Ich kann sie gerade nicht richtig zuordnen. So, was ist Da das? scheint irgendwas in den Stein eingeschlossen zu sein. Es schimmert rötlich-violett. Ja, dann schauen wir mal doch nach. Mitnehmen. Ahaha. Okay, wollen wir noch. Da Ja, unten waren noch ja, die ja, Schnipsel, wo man also mit der Lupe auch nochmal gucken konnte. Aber wir haben doch damals die Schnipsel. Damals! ja. Vor ein Ich paar war Minuten hier die Schnipsel. eigentlich. Hä? Aha, man muss Ach da, genau das zielen. Foto. Rahmen und Glas sind völlig zersplittert und das Foto wurde in der Mitte durchgerissen. Okay, dann ist es doch zersplittert, aber halt nicht das Fenster, sondern. Was Ja. ist es denn überhaupt? Ein Foto von Papa auf einer seiner Expeditionen. Auf der Rückseite steht 1958, Wladimir Kalenko und. Ich kenne das Foto, aber wer war nochmal der andere Typ auf dem Bild? Und warum wurde das Foto zerrissen? Ich werde es mal in mein Tagebuch kleben. Vielleicht hat das Bild irgendeine besondere Bedeutung. Ganz sicher. Okay, Aha. also ist das unser Bestimmt. Wir haben Vater? ja nur noch die Seite. Und der andere, der ist natürlich jetzt ein großes Problem. So, hier ist jetzt Ja, natürlich, ist, hier wird ja. das weiter aufgefüllt mit allem, was wir so rausfinden. Also Sehr sehr schön. gut. Sehr, sehr schön. Können wir nichts vergessen. Gut, kannst du noch mal auf die Lupe machen, damit wir auch. Das haben wir, das haben wir. Hä, aber was Nee, ist da das? drüben nicht. Aha, doch, Heißkörper. Der Heizkörper ist lauwarm. Hä? Oder ist das einfach sie? Also den Münzkasten hatten wir jetzt ja, die Ja. Bilder da haben wir auch alles gemacht. Hier auf der Seite haben wir alles, ja. Okay, also man kann sich wirklich immer auch alles anzeigen lassen, wenn man dann mal irgendwie. Ja, doch, das sind zwei Nee! verschiedene Dinge. Heizungsventil. Ach, wir standen da einfach nur direkt Ja. daneben. Davor. Mit dem Oh. Ventil kann man die Heizung bei Bedarf entlüften. Ja, warte Wenn ich mal. das Ventil jetzt aufdrehe, saue ich hier den ganzen Boden ein. Na gut, dann machen wir das halt noch nicht. Aber Aber irgendwann. irgendwann. Irgendwann machen wir hier schon sauber. Kein Problem. Okay, willst du hier auch noch mal ganz kurz auf die Lupe? Ah, die Akten haben Die wir alle. Akten sind teilweise. Kannst du noch mal? Nee, du kannst sie nicht durchsuchen, ne? Nee, angerufen haben wir schon. Okay, dann kannst du ja Nur noch noch, nach ob da hier drüben. rechts, genau. Links. Ich muss mit der Steuerung Ja. noch. Ich glaube, hier werden die Gesteinsproben einer ersten Analyse unterzogen. Aha, Ich das habe ist. keinen blassen Schimmer, wie das Ding funktioniert. Ja, Ist aber. das schlimm? Probieren wir es doch Ich einfach. habe keinen blassen Sch Nee, ich glaube nicht, dass sie. Nee, Ich sie. habe keinen blassen Schimmer, wie das Ding funktioniert. Gibt es hier Schade. irgendwie eine Anleitung? Kommen wir, wenn wir jetzt den Raum verlassen, werden wir jemals wieder. Ich Willst du es in den hoffe. Mörser tun? Kann man die kombinieren? Die Schale ist innen schon etwas porös. Weil wir haben hier am Schreibtisch ja nichts mehr gehabt, was wir machen können. Ja, nee. Den. Okay, gut, Okay, dann. also sie müsste das wahrscheinlich wirklich. Ich versuch's mal noch. Aus dem Büro dröhnt laute Musik. Dass mein Vater da drin ist, halte ich bei dieser Art von Musik zwar für unwahrscheinlich, aber vielleicht kann man mir sagen, wo er abgeblieben ist.
Okay. Die Tür scheint von innen blockiert zu sein. Und die Musik aus dem Zimmer ist so laut, dass mein Klopfen wohl nicht zu hören ist. Das ist nicht gut. Schlüssel. Na gut. Die Tür scheint von innen blockiert zu aber sein. Sind wir sicher, dass und die wir Musik aus dem Zimmer ist so laut, dass mein Klopfen wohl nicht zu hören ist. Aber du kannst es ja vorspulen. Was ach so, ja, sorry. Okay. Türschild erstmal angucken, ja. Wer ist denn da? Da hängt ein provisorisches Türschild mit dem Namen Max Gruber. Aha. Das ist doch verdächtig. Das ist eine Klammer. Das richtige Türschild haben die wohl aufgrund der derzeitigen Renovierung abmontiert. Jetzt hängt da einfach nur ein Pappschild mit dem... Mit was? Namen meines Vaters, okay. Sorry. Mich hat dieser... Aber das kann man nichts machen. Aber ich habe nur Sorge, dass wir nicht richtig wissen, wie wir die Sachen unten benutzen. Ja, aber ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass wir einen Schlüssel haben für eine andere Tür. Ja. Aber es sind viele Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Okay, gut. Okay. Ach, müssen wir dann beide gleichzeitig? Ja, wieso? Sie hat es ja jetzt schon... Nee, passt schon, passt schon. Du hast ja, sie hat ja schon die Schlüssel ausgewählt und gesagt, sie hat nicht den Schlüssel dafür. So. Wahrscheinlich brauchen wir dafür den... örtlichen Pizzadienst. Eine Info über den bevorstehenden Bau eines Sendemastes in der Nachbarschaft. Ein Typ namens Schamberger, der seinen Hund Whisky vermisst. Soweit ich das überblicken kann, also nichts von Interesse. Aha. Sicherungskasten. Der ist verschlossen. Haben wir da vielleicht Schlüssel von? Der ist verschlossen. Hm. Hast du das aber auch noch nicht so richtig, ja. Ehrlich gesagt? Ich nehme mal an, dass da die Sicherungen drin sind. Ja. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Okay, okay, also dann immer die linke. Es okay. Werden dann da irgendwie immer beide Maustasten angezeigt? Er gluckert leise vor sich hin. Also was ist das mit den... Also mit den Heizungen ist echt irgendwie so irgendwas los, ne? Aber ganz ehrlich, da drüben, das ist kein, nicht gut. Oh, oh, wow, Tomb Raider. Der König der Saurier. Selbst die Nachbildung wirkt noch ziemlich furchterregend. Begegnen möchte ich dem jedenfalls lieber nicht. Wetten, das wird passieren. Wenn man schon sowas sagt... Ja. Dann fordert man das Schicksal heraus. Es wird passieren. Es wird passieren. Der Tyrannosaurus Rex hier wird in der Gegend rumrennen. Was können wir denn hier so alles machen? Du kannst ja die Lupe machen. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ne? Ja. Ich mach mal Lupe. Okay. Ah, das Schild. Mhm. Und da, was war das? Das ist eine Lampe. Sie bringt ein wenig Licht ins Dunkel. Ja, aber irgendwas kann ich doch an der noch machen. Die lasse ich besser an, sonst kann ich hier drin gar nichts mehr sehen. Okay, gut. Das ist ein Fluchtplan mit allen Räumen des Museums. Wobei der nicht aktuell ist, da zurzeit ja einige Räume wegen Renovierungsarbeiten gesperrt sind. Okay. Mhm. Also bringt er uns tatsächlich nicht wirklich was, wenn er nicht aktuell ist. Ein bisschen was, ja. Aber den Zettel hier lesen wir noch, oder die Liste, oder was auch immer das ist. Auf der Liste stehen die Mitarbeiter des Museums. Ah. Wissenschaftlicher Leiter Wladimir Kalenko, Büro 5. In Büro Nummer 4 befindet sich dieser Max Gruber. Und was ist er? Tja, aber... Mehr als merkwürdig. Nur diese zwei. Ja. Und sie kennen diesen Max Gruber nicht. Das ist irgendwie sehr... Alles sehr, sehr merkwürdig. Man kann irgendwie hier auch gehen und man kann nach hier gehen. Also hier ist dann wahrscheinlich, kann man noch ein bisschen das Museum das ist halt angucken. So. Ich gehe mal noch nach da. Oh! Ui, ui, ui. Oh! Kaum vorstellbar, dass ein Dino mit solchen Hörnern ein reinrassiger Vegetarier war. Man sollte sich wohl auch besser nicht allzu sehr darauf verlassen. Also Leute, wir haben jetzt irgendwie einige Sachen bekommen, aber leider noch nichts richtig rausgefunden. Ja. Was ist da los? Und unsere Zeit ist schon wieder rum. Halt, stopp. Was? S plus K. Oh. Das ist es. Ich höre Geräusche aus der Statue. Da scheint jemand drin zu sein. Da ist eine versteckte Tür. Was? Okay, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht... Eddie, was machst du denn hier drin? Oh, Frau Nina. Sind die noch da? Noch da? Wer? Sie. Sie kamen. Ich konnte sie nicht sehen. Aber plötzlich wusste ich, dass sie da sind. Mich überkam panische Angst. Ich musste mich verstecken.
Und dann sah ich sie. Sie schienen zu schweben. Ich konnte sie nur ganz verschwommen sehen. Die Luft vibrierte. Sie sprachen nicht, aber diese Stimmen in meinem Kopf. Hunderte von Stimmen. Eddie, hast du wieder getrunken? Nein, nein, ich habe nichts getrunken. Wirklich nicht. Naja, zumindest nicht viel. Aber sie waren wirklich da. Ich konnte sie sehen. Ich konnte sie fühlen. Ich habe mir das Ganze nicht eingebildet, glauben Sie mir. Diese schwarzen Umhänge mit diesen knochigen Fingern, das werde ich nie vergessen. Dementoren? Mhm. Ist ja gut, Eddie. Komm erst mal raus da und beruhig dich wieder. Der arme Kerl ist ja völlig fertig mit den Nerven. Ich sollte nachher nochmal mit ihm reden, wenn er sich wieder etwas beruhigt hat. Okay, crazy! Okay, das... Nora hat einfach gerade noch eine Geheimtür entdeckt. Hey! Wow! Gut, also es ist auf jeden Fall irgendwas Übernatürliches. Also oder irgendwas etwas, ist was hier. So tut, als ob es übernatürlich wäre. Irgendwas ist hier los. Also Leute, sowas, ihr kennt mich, kommt mir natürlich in die Tüte. Schön Rätsel raten, schön Detektiv. Ja. Schön Lara Croft. Ja. Ich habe gute Vibes in diesem Spiel gespürt. Und es macht irgendwie wahnsinnig Spaß. Ich weiß nicht, es hat so, der Flair ist so, ja. Man kennt ihn ja noch so gut und irgendwie ist es so, ich klicke, ich finde, ich suche. Und dann diese epischen Sequenzen. Ja. die Sequenz besonders war großartig, dieses da-da-da-da und dann die Sequenz so. War ja so kurz oder so plötzlich, okay. War ja, nicht da. So schlimm. Das war cool. Also ich glaube hier. Wir werden noch viel Spaß damit haben. Auf jeden weil Fall. Dieses Mysterium muss gelöst werden. Ja, was sagt ihr dazu? Waren es Dementoren oder doch was anderes? Wird der Dino noch rumlaufen? Wir werden sehen. Habt eine schöne Zeit und wir sehen uns in der nächsten In die Tüte! Tschüss!